Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde No One Survived mit eurem Gandalf und unserem Bernd, dem Dachdecker. Ich war ja ein wenig unschlüssig, wie ich das jetzt mit dem Dach mache. Ihr seht hier drüben, ihr seht es sehr schlecht, ich muss heller machen. Ihr seht ja da drüben diesen Dachabschluss. Und da war ich immer unschlüssig, Mensch, von Weitem sieht es so aus, als wenn das Dach höher wäre als die Wände. Jetzt war die Idee, quasi diese Zwischendeckenplatten einzufügen und von unten sieht das niemand. Ja, da sieht das Dach schön aus, alles ist gut. Von drin wird es auch niemand sehen, da sieht man nur diese Platten. Aber ich kann mit dieser Kante hier nicht leben. Deswegen habe ich jetzt gesagt, oh, wir machen das so. Wir setzen einfach überall dieses Dachstück drauf und dann ist das Dach endlich mal final. Dreht sich ja seit Tagen nur um dieses Dach. Bernd, jetzt noch rumdrehen, nicht, dass du das Falsche wegmachst. Jo, machen wir das weg. So. Der alte Zaunkönig, der Dachkönig, so. Na. Können wir die Balken gleich setzen, die instant zugeschneit sind. So. Den noch drauf. Den? Hallo? So. Und jetzt können wir das Dach nehmen. Das? Wenn es denn dran will. So. 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 Na gut, es ist Staffel 1. In Staffel 2 haben wir dann die Erfahrung, da würde ich es glaube ich auch anders bauen und ich würde vor allen Dingen woanders auf der Karte bauen. Mal schauen. Oh. Jetzt haben wir hier noch so eine Kante. Das machen wir noch zu. Setzen wir so ein Holzteil rein. Gut, das snappt nicht, weil innen drin ein Balken fehlt. Okay, machen wir das mal weg. Ja, da fehlt so ein Balken, deswegen geht das nicht. Dann nehmen wir dieses. Da ist nämlich hinten, das ist zu. Schauen wir gleich nochmal auf der anderen Seite. Das ist auch so. Weg damit. Und das dran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir es schon. Das muss weg. Und das muss dran. Jo. Haben wir das? Oh, sieht gut aus. So, schauen wir uns den Spaß mal von innen drin an. Oh. Ja, ja, das können wir so lassen. Komme ich nicht da hoch. Okay. Wie machen wir das? Da muss ich wahrscheinlich so ein Gerüst von innen nach außen bauen. Ich habe ja draußen dieses Gerüst, wo man dann aufs Dach kommt. Und das müsste ich dann wahrscheinlich abbauen drin. Draußen abbauen, nach drin setzen. Aber das Dach würde ich zumachen. Jetzt haben wir ja gesehen, wir brauchen Elektrotechnik 3. Also schnappen wir uns mal die Baumstämme. Planken hatte ich übrigens vorbereitet schon. Seht, Planken, die brauchen wir dann alle für das Dach. Die packen wir mal hier rein. Ja. Bernd hat Durst und Hunger, wie immer. Wir brauchen Elektrotechnik 3. Und die Solarstromanlage, diese Solarpanel freizuschalten. Maschinenbau 4 haben wir jetzt. Sollten wir machen können.
Also, wir brauchen die Zeichnung des Bearbeitungstisches, elektronisches Bauteil und Kabel. Nehmen wir das. Und Kabel. Und Bearbeitungstisch. Und jetzt sollten wir das freischalten können. Jawohl. So, und jetzt haben wir hier quasi einen neuen Zweig im Technologiebaum freigeschalten. Das ist gut. Okay, naja, gut. Landwirtschaft 4. Ach, Landwirtschaftsstufe 3. Die Werkbank. Lehm 3 und Planken 3. 1, 2, 3 und Lehm. 3. Nehmen wir 4. Jetzt können wir die bauen. So. Jetzt würde ich aber sagen, wir fahren erstmal zum Händler, damit wir da Elektrotechnik weiter skillen können. Alles klar, dann schnappen wir uns mal das Zeug, was wir eintauschen können. Nehmen wir einfach mal mit. Und dann fahre ich mal dahin. Jo, und dann würde ich sagen, den Weg haben wir ja schon mal gemeinsam gemacht. Dass wir uns da sehen. Also, bis gleich. So, den letzten Meter. Und da ist er. So, was haben wir noch? Beziehung 16. Müssen wir ihm wieder erstmal etwas geben. Oh, Waffenteile, da gehen sie ab. Ich muss mal kurz ein wenig dunkler machen, denn es ist Tag geworden. So. Fähigkeiten lernen. Elektrotechnik. 60. Oh, gut, okay. Da stehen wir jetzt. Noch einmal, dann sollten wir es theoretisch haben. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Ja, hier. Kannst du alles haben. Eine schöne Lampe. Ja, das und das. Da haben wir schon 47. Was brauchen wir? 60. Ja, das ist in Ordnung. Das ist okay. Zack. Lernen. Elektrotechnik. So, jetzt. Jetzt haben wir das. Elektrotechnik. Wir können bei ihm quasi nur bis Stufe 3 lernen. Den Rest müssen wir dann über die Bücher machen. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wenn wir looten gehen, Elektrotechnik Band 4 und 5 finden. Ich persönlich würde sehr geil finden, wenn irgendwie hier eine Tresine reingepatcht wird. Weißt du? Wir haben ja überall diese Schienen auf der ganzen Karte. Uah, Wildschwein. Was? Wo kommt das denn her? Okay. Bernd, jetzt auf 3 rausspringen. 3. Und die Knarre in der Hand. Nein, das andere. Das hier. Ja. Ja. Da. Das Schwein macht mein Auto au ab. Das ist meins. Geh weg. Oh. Noch was? Oh, jawohl. Finde ich gut. Wir haben sowieso Proteinmangel. Dann, Bernd, mach's kaputt. Jawohl. Da kam ordentlich was raus. Leder und Schweinefleisch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und wenn hier so eine Tresine reingepatcht hat, das wäre schon ziemlich cool. Könnte man quasi hier mit Handbetrieb über die Schienen fahren. Das wäre geil. Und wenn man die quasi noch ein bisschen aufwerten könnte, ein Segel dran oder so einen kleinen Motor, das würde ich ziemlich cool finden. Der Grund, warum ich hierher fahre, ist diese Höhle. Weil in dieser Höhle, können wir reinfahren? Da ist er. Okay, ja.
genährt, der Kollege. Gut genährt. Ja. Bernd, ruf. Nochmal. Jawohl. Der Grund sind diese Steine. Die wollen wir haben, denn das ist Kalkstein. Das brauchen wir ja zur Glasherstellung. Pack mal die Spitzhacke hier rein. Das Messer hier rüber. Und dann bauen wir das mal ab. So sehen die Höhlen alle aus. Sind alle so aufgebaut, man kann hier durchfahren. Ich bin aber noch nie durchgefahren. Ich weiß quasi nicht, wo es endet. Aber hier haben wir Kalkstein und den brauchen wir. Machen wir das mal. Na gut, nehmen wir den da hinten auch noch mit. Dann können wir Glas herstellen. Brauchen wir für das Gewächshaus und für Fenster. Wir wollen ja Fenster aus Glas haben. Sehr teuer vom Material her. Aber gut. Okay, dann haben wir das auch. Und ich fahre mal zurück zur Base. Rückwärts raus. Alles klar. Mal dran. Zurück zur Base. So, und dann sehen wir schon unsere Base, unser Community House. Zack. Ich habe unterwegs angehalten noch zwei, dreimal, weil am Straßenrand lagen Kräuter rum. Und wir wissen, wir brauchen Kräuter. Zweimal Fleisch, einmal Kräuter gibt einen super Eintopf, glaube ich. Ja, zwei Stöcke mit. Und setzen uns mal hier dran. Also, da wir noch keinen Kühlschrank haben, können wir sie ja nicht lagern. Das können wir eigentlich gleich trinken. Oh, fein, fein. Und können es im Grunde auch gleich voll machen. Dann können wir gleich direkt mit abkochen. Zack. Waschen kannst du ja auch gleich, Bernd. Das hat er voll gemacht. Hochklettern. Ja. Okay. Dann nehmen wir mal beide Stöcke und los. Ja. Haben wir das. Gut. Naja, dann können wir ein bisschen Glasproduktion starten. Das. Das. Und das. Und vor allen Dingen haben wir jetzt Elektrotechnik 3. Das heißt, wir können wieder was freischalten. So. Das. Kochen wir ab. Den Rest müssen wir auskippen. Okay, Elektrotechnik 3. Schauen wir mal. Technologiebaum. Und zwar. Diesen, ein Kabel, ach ja, thermischer Stromerzeuger haben wir ja nicht. Ja. Gut, aber Solarstromerzeuger und die Zeichnung, das haben wir. Und elektronisches Bauteil, das haben wir auch. Nehmen wir mit. Und das war's. Ja. Und bitte. Jetzt können wir auch das mit zwei Kabeln freischalten. Lernvoraussetzungen nicht erfüllt. Was fehlt denn? Kochen haben wir, Ingenieurswesen haben wir, Elektrotechnik 3, Kabel fehlen, glaube ich. Kabel? Hier ein Stück. Ah, jetzt können wir kochen. Elektrotechnik 4. Oh, wir brauchen dieses Buch. Gut, wir brauchen dieses Buch. Verstanden.
Wenn hier nach Stahlbarren Maschinenbau 4 haben wir. Konservenmaschine, Elektrotechnik 5. Ein Stahlbarren, Bohrwerkzeug. Maschinenbau 5. Okay. Das können wir freischalten. Also, wir holen uns erstmal Stahlbarren. Die haben wir, weil wir ja Stahlwerkzeuge zerlegt haben. Hier, ich würde direkt mal noch eine Glasproduktion ankurbeln. Oh ja. Kein Feuer. Nehmen wir mal dreimal Kohle. Und ab damit. Okay. Ein was können wir essen. Ich kann auch gern zwei was essen. Ja. Und immer hau rein. Okay. Und jetzt haben wir Stahl im Inventar. Okay. Können wir das freischalten? Empfindlichen Teile können wir selber herstellen sofort. Ab sofort. Dann das Bohrwerkzeug. Brauchen wir für einen Brunnen. Okay. Schalten wir frei. Empfindliche Teile 3 und Zeichnung einer Wasserpumpenstation. Wasserpumpenstation? Was ist das? Wasserspeicherstation? Wasserspeicherstation, genau. Und empfindliche Teile. Empfindliche Teile. Jo. Und wo ist es? Das ist es. Oh, das sieht auch gut aus. Da können wir sogar ein Waschbecken herstellen. Elektrotechnik 3, Ingenieurwesen 2, empfindliche Teile. Das müssen wir doch. Ha! Ja. Was haben wir hier? Das gleiche. Eine Dusche. Jo. Läuft, würde ich sagen. Elektrotechnik 3, Maschinenbau 2, Holzkohle. Holzkohle haben wir da irgendwo. Hier, nehmen wir erstmal mit. Und jetzt? Ein Filter. Nehme ich. Okay. Okay. Stahldolch. Ja, wenn ich den Stahldolch, können wir freischalten. Dann können wir hier unten endlich mal eine Stahlaxt herstellen. Und eine Stahlspitzhacke. Da fehlt mir aber ein Stahlbarren. Okay. Ja, aber dann haben wir schon mal das ganze gute Werkzeug hergestellt, beziehungsweise freigeschaltet. Jetzt können wir das Werkstellen herstellen. Okay. Ja. Finden müssen wir jetzt nur noch diese Zeichnung des thermischen Stromgenerators. Aber das ist doch super. Dann haben wir schon eine ganze Weile oder eine ganze Menge freigeschalten. Landwirtschaftsstufe 4. Naja gut, Priorität ist immer noch ein bisschen Zement. Zement haben wir da. Und da schauen wir mal, wie viel wir hier noch fertig bekommen. Ja? Damit wir das Dach anzeichnen können. Theoretisch müsste ich. Ich müsste. Ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir eine Menge Munition. Also das ist ja, ne? Das haben wir ja alles quasi aus unserer letzten Loot-Runde mitgenommen. Das war so unfassbar viel. Das war nicht schlecht. So, wir brauchen Zement. Was hatte ich denn? Na, so sieht es übrigens aus. Im Inventar. Ich suche allerdings irgendwo, weiß noch nicht wo. Im Auto. Ich glaube im Auto. Im Auto hatte ich schon vorbereitet die Materialien für diese. Für das Betonfundament. Genau, das und das. So. Können wir das hier fertig machen? Ja, und jetzt können wir mal versuchen, ob wir das schon mal anzeichnen können. Das Dach, die Überdachung für die Garage, damit wir da oben drauf unsere Solarpanel setzen können. Wir hatten gesagt, hier muss einer hin. Und da muss einer hin. Und jetzt muss hier einer dran. Und da auch.
Dann können wir hier jeweils einen Balken setzen, so ein Einser. Na. Und hier ein Dreier. Ja. Kann man so lassen. Jetzt können wir uns noch überlegen, ob wir hier so eine halb hohe Wand reinziehen. Schaut irgendwie ganz schick aus. Jetzt müssen wir das hier hinten auch noch machen. Okay, dazu muss ich aber diese zwei Fundamente noch fertig machen, dass wir das genauso machen können, oder? Ich könnte hier. Immer das gleiche Thema. Es gibt Vierergitter. Wie machen wir das jetzt? Am einfachsten wäre es tatsächlich. Schauen wir mal. Wir nehmen uns mal so eine Steinplatte und hauen die mal hier so dran. So, jetzt snappt er logischerweise nicht mehr. Weil ihm der Balken fehlt. Okay, hier snappt er wieder dran. Logisch, da ist schon ein Balken da. Gehen wir mal so rum. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Warum? Was ist hier los? Warum er. Okay. Die sind irgendwie falsch. Machen wir mal weg. Kann sein, dass die irgendwie am Dach ansnappen. Oh, weg damit. Möchten wir nicht. Ja, weg. So. Nehmen wir das. Schon wieder. Weg damit. So. Ich sehe nichts. Okay. Ja. Ja, das sieht gut aus. So. So. Nein, was ist denn? Warum? Wo hängt es denn? Was ist denn hier? Wo steppt es denn an? Ich weiß. Gut. Nochmal weg. Augen auf, Bernd. Augen auf. Dann snappt man das einfach mal an dem dran. So. Irgendwas ist hier falsch. Das ist eine Lücke. Was fehlt hier? Ich glaube, da fehlt. Also sieht aus, als wenn ein Balken fehlt. Das ist genau dieser Balken, der theoretisch fehlen würde. Warum? Okay. Muss ich mir in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall würde das ganz gut passen. Also so wird wir das zubauen, sukzessive. Und da oben drauf, weiß ich eben noch nicht, ob das dann das Gewächshaus kommt oder wir stellen unser Solarpanel oben drauf. Ja, so ist der Plan. Jetzt schauen wir erstmal, was wir drinnen einzeichnen können. Wir hatten ja etliches freie Schalten. So, wir hatten, glaube ich, sogar. Machen wir den Hammer weg. Hier, genau. Von diesen Stoffen hatten wir 12. Das heißt, wir können dem Bernd ein richtiges Bett bauen. Genau, großes Bett. 20 feiner Stoff, das heißt, wir können es ihm nicht bauen, aber wir können es ihm anzeichnen. Wir könnten ihm ein kleines Bett bauen, aber das möchten wir nicht. Okay, wo bauen wir das Bett hin?
Ja, weiß ich auch nicht. Bauen die das hier so hin? Oder hier so? Oh, ich würde es, glaube ich, hier so dran setzen. Ich würde es, glaube ich, hier so dran setzen. Ja, dann haben wir hier noch große Schränke. Kleiderschrank. Kleiderschrank. Ja, den können wir machen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Nachttisch. Oh ja, den setzen wir davor. Dann haben wir noch ein Stuhl. Bernd ist ein alter Mann. So, dann machen wir das hier zur Housing Area. Und den Bereich hier, ja, könnte man eine Küche draus machen. Oder Badezimmer. Könnten, glaube ich, hier uns ein Badezimmer einrichten. Wenn ich es denn finde. Einrichtung? Nein. Wir haben es doch gerade freigeschalten. Na, da ist es. Das Badezimmer? Das ist das Waschbecken? Dann nehmen wir uns die Dusche. Die können wir hier dran setzen. Ja. Ziehen wir noch eine Zwischenwand ein, oder? Mal gucken, ne? Wir zeichnen das mal an. Haben wir hier das Badezimmer? Ja. Da drüben haben wir Housing Area. So, dann etwas zum Kochen. Eine Kochnische brauchen wir auch noch. Können wir hierher setzen. Oder? Wie rum ist denn richtig rum? Das hier? So rum. So rum wird hoffentlich richtig sein. Ja, beim Kochen aus dem Fenster schauen. Oh. Dann ziehen wir das mal hierher. Okay. Dann haben wir noch. Was haben wir noch? Landwirtschaftliche Werkbank, genau. Die setzen wir erstmal hierher. Ich gehe davon aus, dass die später in unser Gewächshaus wandern wird. Und wir hatten freigeschaltet ein Brauereifass. Brauereifass. Das packen wir neben Bernds Bett. Oh, hier. Ich sehe gerade, das muss ich nochmal wegmachen und nochmal neu setzen. Machen wir zwei? Machen wir zwei. Ja, das muss ich nochmal neu setzen. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, so können wir erstmal verbleiben. Wenn dann das Fundament für die Garage fertig ist, können die ganzen Kisten und Regale auch raus. Und das Batterierack. Oh, ganz wichtig. Wo packen wir das denn hin? Das packe ich erstmal mit dir hin. Das können wir ja später wieder abbauen. Hier, wo ist vorn, wo ist hinten? Das wird wohl vorn sein. Ja, setz ich auch nochmal um wahrscheinlich. Ich muss dann das Gesamtbild anschauen. So können wir das erstmal lassen. Okay, naja. Schaue ich mir das jetzt nochmal an. Mach das Dach fertig, schau, dass ich das hier sauber angezeichnet bekomme. Und dann müssten wir, jetzt haben wir ja eine Schrotflinte, jetzt können wir quasi hinten mal in den Supermarkt gehen und können uns mit diesem hässlichen Supermutanten-Krabbler irgendwas da drüben anlegen. Ja, mit so einer Schrotflinte fühle ich mich schon wesentlich sicherer. Naja, aber so könnte es aussehen in Zukunft gar nicht so schlecht. Könnte mir gefallen. Mal schauen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich. Bis aufs nächste Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.